It's me. Wie ihr alle wahrscheinlich wisst, war Kim ja früher selber Spielerin und da stellt sich natürlich die Frage, würdest du gern manchmal selber noch auf dem Feld aktiv sein? Nee, Montagmorgen beim Ausdauertraining gucke ich euch gerne zu. Also ein Topspiel mit so einer voller Halle, dann kribbelt's nochmal, aber ich glaube, ich tue die Fans keinen Gefallen, nochmal zu spielen. Wie kamst du denn eigentlich dazu, dass du Sportdirektorin werden wolltest? War das schon immer dein größter Traum? Ja, es war immer mein größter Traum. Nein, über ein paar Sponsoren, auch über die Allianz, kam der Vorschlag, wo ich damals aus Italien zurück nach Stuttgart kam, ob ich mir das nach der Karriere vorstellen konnte. Und das war sicherlich auch ein Grund, hierhin zurückzukommen, weil es in Zukunftsperspektive ist natürlich schön.